In Großbritannien hat der Sturm Isha schwere Schäden verursacht und den Zugverkehr beeinträchtigt. In Schottland fuhren keine Züge. In England mussten die Eisenbahnen ihre Geschwindigkeit drosseln, um Kollisionen mit umgestürzten Bäumen und anderen Hindernissen zu vermeiden. In Wales wurden Böen mit bis zu 145 Kilometern pro Stunde gemessen. Die Folgen: umgestürzte Bäume, Stromausfälle und Überschwemmungen. Die Menschen wurden aufgefordert, sich von der Küste fernzuhalten.